Ich bin Martina Hähnle. Ich bewirtschafte mit meinem Mann und unseren 5 Kinder zusammen den Hof hier in Westerflach. Das gehört zu Untersulmendingen bei Laubheim. Zu unserem Hof gehört der Ackerbau, eine Biogasanlage mit Wärmenetz, wo unser Ort angeschlossen ist, und unsere Legehühner. Durch die Legehühner haben wir diesen Hofladen eröffnet, beziehungsweise ich, das ist mein Part. In dem Hofladen gibt es Eier, Weizen und Dinkelnudeln, Cantuccini, Bahane Spatze, auch in Weizen und Dinkel, gebrannte Mandeln, Geschenkkörbe, Mehl vom Lutz von Gudehausen, Eierlikör von unseren Eiern, den lassen wir aber machen in der Kreativwerkstatt, in der Eierlikör-Kreativwerkstatt. Und es gibt noch Eis vom Lauterdal. Ja. Freitags tue ich backe auf Bestellung. Verschiedene Brotsachen. Wer da Interesse hat, kann sich gern bei mir melden. Die Bestellungen bräuchte ich immer bis Donnerstagabend. Und andere mache ich Spanferkel. Die Ferkeler sind von einem sehr guten Freund und Landwirt aus Untersulmendingen. Die wird geschlachtet bei der Metzgerei Engele in Walbertshofen, die ich dann dort immer abhole und dann eben fertig mache und rausbacke. Da kann man noch gewisse Sachen dazu bestellen und bekommt einen Warmhaltebehälter mit, so dass man für sein Festle oder für seine größere Angelegenheit einfach ein gutes Fleisch hat und weiß, woher es ist. Ja, dann haben wir noch Gesalz im Laden. Das ist nur von unseren Beeren und unseren Früchte aus dem Garten und unserem Rhabarber aus dem Garten und von unserem Saft, von unserer Streuobstwiese. Dann haben wir noch Apfelsaft und Birnensaft von unserer Streuobstwiese. Und für mich die schönste Arbeit sind meine Blumensträuße, die man auch auf Bestellung bei uns abholen kann. Unter anderem gibt es auf Bestellung Rhabarber, Zucchini und Kürbis, alles aus meinem Garten. Aber wie gesagt, eben nur auf Bestellung, weil ich einfach so gut Food kriegen mag und somit das eben relativ einfach ist. Der Eierlikör muss man auch vorbestellen, weil ich den nicht im Ladestand lassen kann wegen dem Alkoholgesetz. Ansonsten ist unser Laden 24/7 auf. Ihr könnt immer rein. Es ist immer alles verfügbar. Es ist ein kleines Kästchen hin mit ein bisschen Wechselgeld. Wenn irgendwas ist, einfach klingeln und fragen. Seit neuestem haben wir an der Mehrzweckhalle in Untersulmendingen einen Eierautomat, wo Eier von uns drin sind und Nudeln und mein Superquiz, was ich auch noch mache. Und unter anderem sind unsere Nudeln und unsere Eier auch bei Däublers in der Durlachhöfe zu erwerben. Der Eierlikör und Nudeln und Mandeln und Cantuccini sind unter anderem in Ehingen in der Dorfladebox zu erwerben und unsere Bahane Spatze kann man in Rot bei der Familie Moosmeier noch erwerben. So, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann dürft ihr mir jederzeit gerne kontaktieren.